Salam, guten Tag. Das ist der Tag der Erinnerung an dem schrecklichen Geschehen am 11. September. Wir beten auch und beteilige mich besonders mit dem Gebet des heiligen Propheten und Gesandten Gottes Abraham, indem er am Ende in Sura Al-Shu'ara, Vers 79 bis 89, gesagt hat: وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. Und stürze mich nicht in die Schande an dem Tag, da sie auferweckt werden. An dem Tag, da weder Besitz noch Söhne jemandem nutzen, außer wer zu Allah mit heilem Herzen kommt. Wir beten für gesunde Herzen und gesunde Köpfe, für uns alle, dass wir von jeglichen üblen Taten und üblen Gedanken befreit werden, dass diejenigen, die sowas denken oder tun, dass sie die Kraft bekommen und den Willen besitzen, sich davon zu befreien. Denn Terror beginnt in den Köpfen und in den Herzen. Möge Allah alle Herzen und Köpfe der Menschen heilen. Amen.